Hallo liebe Leute, Julia Koloda von der Evangelischen Stadtakademie München hier. Bei mir heute Florian Henle, Gründer des Öko-Unternehmens Polarstern. Polarstern beliefert wahnsinnig viele Haushalte in München mit Ökostrom im fünfstelligen Bereich. Die haben angefangen 2011 mit 3 Leuten. Es ist ein Startup, das die Energiewende von unten betreibt. Und die sind gemeinwohlorientiert und gleichzeitig wirtschaftlich, aber richtig erfolgreich. Florian, hallo, schön, dass du da bist. Freue mich, da zu sein. Florian, wie kann das sein? Ich bin total voller Bewunderung, dass 3 Leute 2011 sich zusammensetzen, eine Idee haben und so weit bringen. Wie ging das? Was hat euch geholfen? Mai. Jetzt sind wir zwar 60 Leute, ja, aber und machen viel, viel mehr, aber am Anfang war es auch noch ein bisschen weniger. Also der Nukleus war, dass wir die Energiewende und zwar ganzheitlich in die Städte, in den urbanen Raum bringen wollten. Und wenn ich die Energiewende irgendwo da, oder von Energiewende spreche, ja, dann ist halt nicht nur Strom. Ökostrom kommt damals auch schon wieder beziehen, sondern ist auch Gas, ja, Wärme. Weil Wärme macht 80% unseres privaten Energieverbrauchs aus. Und da haben wir ein Herkunftsnachweissystem entwickelt, das ganz sehr für Biogas, das sich extrem eng an den Ökostrommarkt so orientierte. Das gab es aber damals noch nicht. Aber und auf Basis dieses Herkunftsnachweissystems war es uns möglich, ökologisch sinnvolles und gleichzeitig wirtschaftlich auch bezahlbares Biogas zu liefern, an Haushalte zu liefern. Und das wollten wir eigentlich ursprünglich an andere Energieversorger verkaufen, eben dieses Biogas, die Biogas-Herkunftsnachweise, wollte aber keiner haben. Und dann sind wir so Stück für Stück, eben, und deswegen ging es auch mit 3 Leuten anfangs, ja, Stück für Stück in den Markt reingewachsen und sind dann schlussendlich zu einem vollständigen eigenen Energieversorger geworden. Das ist der Wahnsinn. Und ihr hattet, wir haben vorher kurz geredet, ihr hattet eine Unterstützung von Bundeswirtschaftsministerium, vom Bayerischen, oder? Korrekt, naja, das ist tatsächlich das Bundesministerium für Wirtschaft, nicht bayerisch, sondern bundesweit und ist dieses Exist-Stipendium. Also da muss man sich mit einem Businessplan bewerben, mit einer Idee bewerben und ein paar Leute werden dann auch genommen. Wir waren da dabei und es hat uns natürlich den Start sehr erleichtert. Ja, also das heißt, gibt gute Förderungsprogramme auch. Man muss nur wissen, worauf man zurückgreift. Auf dieses Exist-Stipendium, das gibt es heute noch und es ist wirklich ein gutes Förderprogramm, ja. Und das ist ja Wahnsinn, ihr habt ja Beziehungen auch, zum Beispiel Biogas bietet ja an, zu 100% Öko von auch europäischen Anbietern. Ihr seid ja mittlerweile nicht nur wahrscheinlich in Deutschland, oder, sondern auch in Europa vernetzt. Definitiv, also unsere Kunden sitzen in Deutschland, wir liefern Energie ausschließlich in Deutschland, aber einkaufen, also sourcen, sagt man dann, ja, tun wir europaweit, weil macht auch nur Sinn, weil die ganzen Energienetze, sowohl Strom als auch Gas, hängen europaweit zusammen und man kann in manchen Regionen besser und ökologisch sinnvoller Biogas produzieren oder Wind produzieren, beispielsweise in der Nordseeküste, kann man besser und günstiger Wind produzieren als jetzt irgendwo bei uns in den Regionen. Ja. Und ich war auch sehr baff, als ich erfahren habe, ihr seid gar nicht aus technischen Berufen gekommen, sondern aus Wirtschaft und Geografie. Also das heißt, das ist auch kein Hemmschuh sozusagen, wenn man aus anderen Sparten einsteigt. Wie hat es euch geholfen, dass ihr natürlich ja aus der Wirtschaft kam? Mei, ich glaube, es ist ein sowohl als auch. Auf der einen Seite schadet es überhaupt nicht, wenn ich ein Unternehmen gründe und aufbauen möchte, auch ein wirtschaftliches Verständnis zu haben. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich trotzdem auch ein technisches und in dem Fall ein energiewirtschaftliches Verständnis. Mhm. Und wir haben uns relativ leicht getan, uns das anzueignen, eben das, was uns fehlte, sprich die Energiemarktkompetenz, haben da aber auch Unterstützung von Mentoren gehabt. Das haben uns ganz gezielt gesucht, weil wir wussten ja, was wir ungefähr können und wo wir noch die weißen Flecken hatten. Ja. Und dann geht es, also ich fand, das ging noch ganz gut. Ja. Ja, kann man schon so sagen. Und hattet ihr mal so einen Moment in eurer Geschichte, wo du gesagt hast, ey, ich glaube, das geht nicht, das wird nicht funktionieren? Wir haben viele kritische Momente gehabt und auch, wo es nicht klar war, hey, ob wie es weitergeht oder wie,
wo man auch einfach auch vielleicht auch verunsichert waren. Das hast du immer wieder, ja. Es ist ja keine lineare Entwicklung, wo es immer nur aufwärts geht, sondern so eine Unternehmensgründung ist wie so eine Achterbahnfahrt. Da geht es mal steil aufwärts und auf einmal fällt es in ein tiefes Loch, ja, und dann drückt sich in die Kurve. So muss man sich das vorstellen. Aber so richtig so diese totale Angst, nee, also weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, und da gehört auch eine Portion Naivität garantiert dazu, die hilft dann, ja, dieses Gefühl hatte, ja, vielleicht noch Handlungsoptionen zu haben. Das, ich glaube, das ist mental extrem wichtig. Du bist echt, du hast wahnsinnig voll gepackten Kalender, ja? Wie schaffst du das? Hast du, was trägt dich? Was hast du, bist du spiritueller Mensch oder glaubst du so sehr an die Natur oder was gibt dir denn so Kraft jeden Tag? Ich habe ein sehr starkes intrinsisches Feuer, denke ich, für die Sache. Ja, das ist, wenn ich dran denke, was wir Menschen jetzt, insbesondere in westlichen Ländern, mit diesem Planeten in den letzten Jahrzehnten angestellt haben, dann geht das natürlich, kann es nicht weitergehen. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Und ich habe Kinder, ja, und ich hoffe, dass meine Kinder auch mal, ich habe drei Jungs, ja, und dass sie auch mal Enkelkinder haben und so. Und das sind Menschen, die werden in 200 Jahren noch, in 200 Jahren, das ist für uns so weit weg, aber es sind Menschen, die wir kennen, die werden in 200 Jahren noch auf diesem Planeten leben, ja. Und da wird dieser Planet, wenn wir so weitermachen, quasi unbewohnbar sein. Und das kann nicht sein, weil wir haben alle Technik, wir haben alles Wissen, wir haben auch das Bewusstsein, wir müssen es nur tun. Und jetzt bin ich in diesem Markt, in diesem Energiemarkt und habe einen der größten Hebel in der Hand mit dem Energiemarkt, dass ich dort tätig bin. Nicht ich alleine als Mensch oder Polarstern, aber in diesem Markt tätig zu sein. Da kann es doch nicht sein, untätig zu sein, sondern muss ich meine ganze Kraft einsetzen, um das vielleicht noch umzureißen oder das Schlimmste zu verhindern. Das ist so das eine für die, was eine starke intrinsische Motivation ist, aber ich finde, das ist auf die Menschen und auf meine, ja, Familie tatsächlich bezogen. Das andere ist aber tatsächlich auch, dann gehört, ob das jetzt spirituell oder ist, kann man wahrscheinlich schwierig einzuordnen, aber mir geht es auch um die Natur, um den Planeten an sich. Weil das eine sind die Menschen, da kann man sagen, hey, habt ihr selber in die Tonne getreten, ändert halt was. Und wenn ihr jetzt ein Problem habt, selber schuld. Aber die Natur kann nichts dafür. Und was wir mit der Natur, mit Flora, Fauna, mit diesem Planeten anstellen, hat für mich auch einen wichtigen Grund. Also es ist auch ein Treiber. Es sind nicht nur die Menschen, sondern es ist auch die Natur, das Ganze an sich. Ja, Wahnsinn. Florian Henle ist bei uns zum Feierabendgespräch am 31.01. um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie. Lieber Florian, vielen herzlichen Dank dir für dieses kurze Interview und ich freue mich, dich zu sehen. Komm zahlreich hin und sprech mit uns und mit Florian Henle. Danke euch. Danke Danke dir. ebenfalls, würde mich freuen. Ciao.